Mein Name ist Anna-Katharina Sievers vom Deutschen Energieholz- und Pelletverband und vom Deutschen Pellet-Institut in Berlin. Ich erzähle heute, warum Holzpellets für die Wärmewende in Deutschland so enorm wichtig sind und was sie leisten können. Dann darf ich Sie heute herzlich begrüßen. Mein Name ist Anna-Katharina Sievers vom Deutschen Energieholz- und Pelletverband und Deutschen Pellet-Institut. Ich gebe Ihnen heute einen kleinen Rundumschlag, was der Pelletmarkt bzw. das Heizen mit Holzpellets für die Energiewende in Deutschland leisten kann. Wenn Fragen sind, würde ich Sie bitten, die am Schluss zu stellen. Ich denke, das ist dann ein bisschen flüssiger im Vortrag. Der Wärmemarkt in Deutschland ist fossil geprägt und der Anteil von erneuerbaren Energien kommt zum großen Teil aus Holz. Die energetische Holznutzung, ich fange mal im Kleinen an, sieht so aus, dass Holzpellets da einen sehr kleinen Anteil bislang erst ausmachen. Das ist das orange Stück. Scheitholz ist der weitere große Brocken und insbesondere für die Stromerzeugung auch Altholz und Hackschnitzel, die in größeren Kraftwerken verbrannt werden. Also allein hier sieht man schon die Verhältnisse, dass wir mit den Holzpellets noch ein Nischenmarkt sind. Auf die Wärmeenergie bezogen, sprich eine Stufe höher, sieht es so aus. Wir haben momentan ungefähr 13% erneuerbare Wärme als Anteil. Das hat sich leider in den letzten Jahren, wie man hier sieht, der obere schwarze Strich, nicht wirklich gesteigert, trotz der Energiewendeziele der Bundesregierung. Holz macht von diesen 13% den größten Anteil aus. Das ist sozusagen der mittlere Bereich. Und von diesem Holzanteil sind Pellets ein sehr kleiner Teil. Das ist, man erkennt es, glaube ich, auf der Folie kaum, unten der helle Streifen. Es wird zwar immer mehr, aber bislang sind wir da noch nicht, wo wir sein könnten. Der Heizungsmarkt sieht so aus, sehr von den fossilen Brennstoffen noch geprägt. Die Biomassekessel, worunter die Pelletkessel fallen, machen mit den Wärmepumpen ungefähr 10% aus. Da kommt dann noch Solarthermie dazu, sodass wir dann ungefähr bei diesen 13% uns wiederfinden. Wenn man das hier sieht, ist klar, dass Erdgas in Heizwertkesseln dominiert, Brennwertkessel ungefähr gleichwertig. Also die Erneuerbaren haben da insgesamt noch einen sehr schlechten Stand, auch wenn wir schon seit Jahrzehnten mittlerweile von der Energiewende reden. Zukunft Erdgas hat mal überlegt, wie sieht es momentan aus, 2018 mit den Heizsystemen, mit den Energieträgern. Im Wohnungsmarkt, da haben wir 1,2%, die Pellets beitragen. Die haben überlegt, wie könnte das in der mittleren Zukunft im Jahr 2050 aussehen und haben mal ein Szenario entwickelt, wo Gastechnologien, auch erneuerbares Gas, gut die Hälfte ausmachen im Wärmemarkt. Fernwärme ist sehr dominant, elektrische Systeme wie die Wärmepumpe, aber, und das ist das Ungewöhnliche an diesem Szenario, auch Holz mit 12% Anteil als heimischer Rohstoff, der vor Ort erzeugt wird, worunter dann auch die Pellets fallen. Ich finde das immer ganz charmant, dass die Kollegen von Zukunft Erdgas Holz und Pellets bei dieser Szenarienberechnung nicht vergessen haben, beziehungsweise sogar so prominent mitdenken. Das kommt uns so entgegen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher soll das Holz kommen oder die Pellets? Das wird doch alles importiert. Das ist dann gar nicht mehr regional, ist dann auch nicht mehr nachhaltig. Dass wir diese 12% in 2050 schaffen können, zeige ich Ihnen jetzt. Wir kommen nämlich zum Thema Rohstoff, Holz und Pelletproduktion in Deutschland.
Da sieht es so aus, Deutschland ist Waldmeister, hat in der EU die größten Holzvorräte. Das liegt daran, dass wir einerseits viel Waldfläche haben und dass auf dieser Fläche sehr viel Holzmenge wächst. Also das sind dicke Bäume, sage ich jetzt mal so laienhaft, nicht so wie in Skandinavien, wo das Klima ganz anders ist, wo sie eher dünne Nadelbäume haben. Also das, was bei uns im Wald steht, hat Substanz. Von diesem Holzvorrat, den wir in Deutschland haben, wird nur ein Teil des jährlichen Zuwachses überhaupt genutzt. Und das ist die Definition für Nachhaltigkeit, dass man nicht mehr nutzt, als nachwächst. Das heißt, jedes Jahr kommt dieses kleine dunkelgrüne Stückchen da rechts am Rand zum deutschen Wald hinzu, weil wir es einfach nicht einsetzen können, das Holz. Das heißt, der deutsche Wald wächst, wir haben mehr als genug Rohstoff vor der Haustür und es spricht nichts dagegen, was die Nachhaltigkeit angeht, das auch zu nutzen. Das haben sich die deutschen Pelletproduzenten auch gesagt und wie man hier sieht, ihre Produktionsmengen und auch Produktionskapazitäten über die Jahre kontinuierlich ausgebaut. Wir hatten im letzten Jahr eine Produktion von 2,4 Millionen Tonnen Holzpellets in Deutschland, also die deutschen Pelletproduzenten. Damit sind wir auf Platz 3 weltweit, was die Pelletproduktion angeht. Man sieht hier allerdings auch, dass wir mehr produziert haben als verbraucht. Das heißt, wir können uns selber komplett mit Holzpellets versorgen in Deutschland und die Produktionskapazitäten, also wenn die Nachfrage steigen würde, wäre auch direkt da, um die Nachfrage zu bedienen. Es kommt immer wieder der Einwand, Holzpellets, die kommen noch alle aus sonst woher. Das stimmt gar nicht, dass die in Deutschland hergestellt werden. Ja, nicht alle Pellets, die in Deutschland verbrannt werden, kommen aus Deutschland. Unterm Strich ist der Pellet-Außenhandel, die Außenhandelsbilanz allerdings positiv in den letzten Jahren bis auf einmal immer gewesen. Das heißt, es werden mehr Pellets ins Ausland exportiert, als wir importieren. Die meisten dieser Mengen sind ja grenznahe Mengen, die mit unseren Nachbarländern ausgetauscht werden. Wenn Sie sich vorstellen, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, da holt man die Pellets vielleicht nicht aus Sachsen, sondern aus Frankreich, weil die Distanz kürzer ist. Das ist dieser Grenzhandel, das gleiche in Bayern, wo man aus Österreich vielleicht Pellets holt und nicht aus Mecklenburg-Vorpommern. Man sieht das hier nochmal, mit welchen Ländern Deutschland Handel treibt bei den Pellets. Das die größte Menge, die exportiert wird, geht nach Italien, wo es sehr viele Pelletöfen gibt, das ist Sackware, aber auch, wie ich gerade sagte, nach Österreich, nach Frankreich, also wirklich an die direkten Nachbarn in die Schweiz, Dänemark. Einfuhren kommen aus Osteuropa, aber da auch aus den grenznahen Regionen, aber das sind schon viel kleinere Mengen. Und wie gesagt, unterm Strich exportieren wir mehr, als wir nach Deutschland importieren. Woher kommen jetzt die Pellets? Werden da ganze Bäume, schöne deutsche Eichen zerschreddert? Natürlich nicht. Pellets sind ein Koppelprodukt. Sie bestehen aus 95% Sägenebenprodukten. Das sind Hackschnitzel und Sägespäne, die im Sägewerk anfallen. Die 5% ungefähr sind nicht sägefähiges Rundholz, Industrieholz, was zum Beispiel auch die Papierindustrie nutzen kann. Sägefähiges Rundholz, das sind ein paar schöne forstliche Fachbegriffe hier. Das sind im Grunde Baumstämme, aus denen Sie Bretter machen können. Bauholz, Möbelholz und so weiter. Sowas wird für die Pelletproduktion nicht genutzt, das wäre viel, viel zu teuer. Wir haben mal ausgerechnet, wenn man jetzt so einen schönen Baumstamm komplett zu Pellets verarbeiten würde, würde die Tonne Pellets irgendwie 800 Euro kosten, das würde kein Mensch bezahlen wollen. Lohnt sich also nicht, ist zu teuer. Waldrestholz, das sind so Abschnitte, wo Rinde dran ist und so weiter, ist für die Pelletproduktion auch nicht geeignet, weil es qualitativ minderwertig ist.
Altholz ist im Grunde verboten, wegen Schadstoffen und so weiter, ist auch nicht in Pellets drin. Also unser Hauptrohstoff sind diese Sägenebenprodukte, die direkt aus dem Sägewerk kommen. Wie viel ist das, wenn man sich so einen Holzstamm anschaut? Wenn der eingeschnitten wird zu Brettern und zu Bohlen, entstehen ungefähr 26% Hackschnitzel, das sind diese größeren Schnitzel, 12% Sägespäne, also feineres Material, beides sehr gut geeignet für die Pelletproduktion und nur ungefähr 60% Schnittholzbretter. Das heißt, 40% von so einem Baumstamm, wenn der einmal durchs Sägewerk durchgefahren wurde, 40% dieses Baumstamms sind pelletierfähiges Material, sprich für die Pelletproduktion geeignet. Das sind enorme Mengen. Wenn man sich das anschaut, ungefähr 6,5 Millionen Tonnen jährlich von diesen Sägenebenprodukten fallen in deutschen Sägewerken an. Gibt es halt viele von, der deutsche Wald wächst, ich hatte es eben gesagt, da wird also fröhlich eingeschnitten. Nochmal 17 Millionen Tonnen nicht sägefähiges Rundholz. Sie erinnern sich, das sind diese 5%, die eben mal in der Rohstoffbilanz auftauchten, gibt es auch noch jedes Jahr, sodass wir mehr als genug Rohstoff haben, um die Anzahl der Pelletfeuerungen und die Pelletproduktion in Deutschland stark zu steigern. Und es werden dann immer noch weniger als 10% des Rohstoffpotenzials überhaupt ausgenutzt. Also wir bewegen uns da momentan immer noch in unseren Kinderschuhen, sage ich mal, was das Potenzial angeht, was die Leistungsfähigkeit des Marktes angeht und das Rohstoffpotenzial. Warum sind Pellets überhaupt so wichtig für die Wärmewende? Warum wollen wir überhaupt Wärmewende? Klar, Klimaschutz. Wie funktioniert das? Wenn man sich anschaut, die Energiebilanz für die Brennstoffherstellung sieht so aus. Ich habe bei den fossilen einen recht hohen Energieeinsatz, um ein fertiges Produkt, das in der Heizung eingesetzt werden kann, herzustellen. Bei Flüssiggas sind das ungefähr 14,5%. Bei Pellets aus Sägespänen 95% Rohstoffanteil, also im Grunde alle Pellets sind es nur 2,7%, also ein Bruchteil. Ich habe also einen sehr geringen Rohstoff- oder Energieeinsatz, um den fertigen Brennstoff am Ende dastehen zu haben. Das ist ein Faktor für die gute Klimabilanz. Ich habe natürlich auch den CO2-Vorteil von Holz, das klimaneutral verbrennt. Holzpellets sind, weil ich natürlich ein bisschen Energie in die Bereitstellung hineinstecken muss, ein nahezu klimaneutraler Brennstoff. Was sich hier in dieser Berechnung der Stiftung Warentest zeigt, wie groß der CO2-Ausstoß von verschiedenen Heizsystemen ist. Links einmal im Altbau, also wo man einen hohen Brennstoffbedarf hat, wo Holzpellet, Kessel und Solaranlage die geringsten jährlichen CO2-Emissionen haben. Aber auch im Neubau, im gut gedämmten Haus hat die Stiftung Warentest festgestellt, ist die Klimabilanz von der Pelletheizung mit Solaranlage im Vergleich zu anderen Kombinationen am besten. Das heißt, ich kann mit diesem System laufend CO2 einsparen im Vergleich zu Alternativen. Jetzt am konkreten Beispiel, ich habe einen alten Ölniedertemperaturkessel im Einfamilienhauskeller stehen. Wenn ich den austausche gegen einen Ölbrennwertkessel, kann man machen, spart man ungefähr eine Tonne CO2 ein. Wenn ich einen Gasbrennwertkessel einsetze, sind es ungefähr 3,6 Tonnen im Jahr, den dieses Einfamilienhaus einspart für den Klimaschutz. Setze ich aber Pellets ein, spart das Haus 9,3 Tonnen CO2 jedes Jahr. Mit keiner anderen Maßnahme im Haushalt, sei es Elektroauto, Ökostrom, Dämmung, können Sie auf einen Schlag so viel Klimagas einsparen wie mit dem Heizungstausch von Öl zu Pellets. Das zeigt sich natürlich auch, wenn ich den Anlagenbestand in Deutschland anschaue. Wir haben ungefähr 450.000 Pelletheizungen momentan im Betrieb. Das ist im Vergleich zu den 20 Millionen Heizungen, die es sonst gibt, noch ein sehr, sehr kleiner Anteil. Aber diese Pelletheizungen sparen jedes Jahr über 3 Millionen Tonnen CO2 ein in Deutschland. Und
Das ist natürlich auch immer eine berechtigte Frage. Was kostet der Spaß? Wenn man sich die Brennstoffkosten anschaut, waren Pellets in den letzten 10 Jahren über 30% billiger als Öl, knapp 30% billiger als Gas. Ich habe natürlich die höheren Anschaffungskosten für das Heizsystem, das Pelletlager. Da gibt es aber auch sehr saftige Förderprogramme von der Bundesregierung, wo Sie mit mehreren tausend Euro Förderung rechnen können, sodass ich unterm Strich, wenn man den Klimaschutzfaktor natürlich auch noch mit reinrechnet, das auch wirtschaftlich darstellen lässt. Also es ist jetzt kein System, das sich nie rechnen wird, sondern allein über den Brennstoff, also wenn Sie einen hohen Verbrauch haben in einem Gewerbebetrieb vielleicht oder in einem Hotel oder in einem Mehrfamilienhaus, rechnet es sich umso schneller, aber auch im Einfamilienhaus haben Sie den Vorteil von den stabilen Preisen und den Preisvorteil zu den fossilen. Pelletheizung gibt es seit ungefähr 15 Jahren in Deutschland am Markt. Wir haben letztes Jahr über 7000 Pelletheizer nach ihrer Zufriedenheit und ihrer Meinung mit dem Heizsystem gefragt. Also vom Lager bis zum Brennstoff, bis zur Heiztechnik. Es haben 6600 geantwortet. Das ist eine sehr tolle Rücklaufquote. Ungefähr 1,5% aller Pelletheizer. Und rausgekommen ist das. 94% sind zufrieden mit ihrer Pelletheizung. 85% würden sie Freunden oder Bekannten weiterempfehlen. Auch 85% würden sich wieder eine Pelletheizung anschaffen. Und was interessant ist, ich hatte Ihnen eben erzählt, warum die Pelletheizung für die Energiewende viel bringt. Für 70% war ausschlaggebend für die Entscheidung, dass sie Heizkosten und CO2 einsparen wollen mit der Pelletheizung. 70% haben gesagt, das sind die Hauptgründe, warum ich das mache. Das Tolle ist jetzt, dass einmal 87% mit der Wirtschaftlichkeit der Anlage sehr zufrieden sind und sogar über 90% mit den Umweltaspekten. Sprich, die Erwartungen an das System Pelletheizung haben sich erfüllt. Das waren jetzt überwiegend Hausbesitzer, die wir befragt haben. Eine kleine Gruppe ist auch im Gewerbebereich, die geantwortet haben. Da sind aber keine großen Unterschiede in der Zufriedenheit festzustellen. Also ich habe da einfach ein sehr breites Einsatzspektrum für das System Holzpellets und die Kunden sind zufrieden, ist natürlich auch ein Aspekt, wenn ich Klimaschutz verkaufen will mit einem System, das vielleicht auf den ersten Blick kompliziert aussieht, ist es immer wertvoll zu sehen, die Leute, die es haben, sind glücklich mit ihrer Entscheidung, würden es wieder machen und ihre Erwartungen wurden erfüllt. Das sind so ein paar Pellet-Familien, die wir vom Deutschen Pellet-Institut auch für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen. Also alle Leute, die Sie bei uns irgendwie auf der Webseite oder so sehen, das sind echte Pelletheizer, keine Leute aus dem Katalog oder so. Also die haben wirklich alle eine Pelletheizung und sind überzeugt davon. Mich freut das immer, wenn man das sieht, wie viele unterschiedliche Leute auch einen Bezug zu diesem Heizsystem haben. Also es ist schon ein bisschen was fürs Herz auch dabei. Ist besonders schön zu sehen. Also von alt bis jung, von Stadt und auf dem Land, quer durch alle Schichten gibt es Leute, die mit Pellets heizen in Deutschland. Wir bewegen uns raus aus der Nische und sind da auf einem ganz guten Weg. Das Potenzial für noch mehr ist da, da müssen wir drauf hinarbeiten, das ist ganz klar. Wünschen uns dann natürlich auch noch ein bisschen mehr Unterstützung von der öffentlichen Seite, von der Politik, damit es auch im Wärmemarkt jetzt mal richtig zündet mit allen erneuerbaren Wärmetechnologien. Ich denke, das ist so ein großer Knackpunkt neben der Verkehrswende, endlich mal diesen schlafenden Riesen-Wärmemarkt zu wecken, da das Thema Erneuerbare voranzubringen und unsere Klimaziele dann auch wirklich zu erreichen. Ohne den Wärmemarkt wird es nicht gehen. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? Ja? Mhm.
Also die Frage war, was mit den Sägespänen passiert, die nicht zu Pellets gepresst werden in Deutschland, ist eine berechtigte Frage. Also vor 20, 25 Jahren war das Abfall. Da war die Säge, waren die Sägewerker froh, wenn der Herr von der Papierfabrik kam und gesagt hat, hier, ich nehme die Späne mit, du musst mir auch kein Geld dafür zahlen, ich nehme die umsonst. Also es war ein Abfallprodukt. Man hatte einfach viel zu viel davon. Mittlerweile ist es so, dass erkannt wurde, auch natürlich durch die Holzpellets, dass das ein ganz wertvoller Rohstoff ist. Also es ist ja reines, trockenes Holz, was anfällt, ohne Rinde, also sehr sauber, sehr gleichmäßig, sodass es sehr gut für die Pelletproduktion geeignet ist. Natürlich gibt es die Papierindustrie auch immer noch, die diesen Rohstoff verwenden kann, Zellstoffindustrie, die können da was mit anfangen. Also deponiert wird nichts, meines Wissens nach. Es gibt halt diverse Abnehmer, aber durch diese energetische Verwendung als genormter Rohstoff, der in diese automatischen Feuerungen rein kann, haben die Pellets natürlich dann nochmal eine ganz andere Wertschöpfung gebracht für den Waldbesitzer, für den Sägewerkler, also sprich für die Wirtschaft einfach vor Ort. Also exportiert wird es, wenn dann auch nur in den Grenzgebieten. Also ich habe gehört, letztes Jahr gab es irgendwie in Süddeutschland zu viele Hackschnitzel, die wurden dann nach Frankreich gebracht, was aus unserer Sicht sehr schade ist, weil wir könnten ja Pellets draus machen und die bei uns einsetzen für unsere Klimabilanz. Das sind aber nicht so große Mengen, also die werden inländisch verbraucht. Noch weitere Fragen? Ja, dann lade ich Sie herzlich ein, auch vielleicht mal bei uns am Stand vorbeizuschauen. Wir sind genau diagonal am anderen Ende der Halle gegenüber vom ZVSHK, informieren da zum Thema Lagertechnik für Holzpellets, haben unsere neue Lagerbroschüre vor Ort, es sind auch einige Mitgliedsunternehmen von uns dort. Es gibt ein kleines Modell vom Pelletwerk, wenn man sich das mal im Detail anschauen möchte, wie der Baumstamm zum Pellet wird, sind Sie herzlich eingeladen. Vielen Dank.